Wenn das hier alles echt ist von euch, dann tut ihr mir ganz ehrlich alle leid. Dumm, einfach alles dumm hier. Die kotzen mich alle an, diese ganzen blutleeren Langweiler. Wer wird das Promi-Paar des Jahres und gewinnt 50.000 Euro? Wenn ich anfangen muss, Carina, dir noch das Fahrradfahren beizubringen, dann sind wir hier falsch. Wenn du so weitermachst, gehe ich. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwör ich. Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du gerade mich hier öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen. Es ist Dienstagabend. Es ist kein Dienstagabend wie jeder andere, denn es wurde gerade heikel bei RTL, denn wir müssen uns gleich über körperliche Auseinandersetzungen unterhalten. Und da habe ich mal gedacht, wir treten hier als eventuelle Bodyguards auf. Wen hättest du lieber geholfen? Hättest du dich auch wie ein Alex dazwischen gestellt und hättest eventuell diesen doch sehr harten Schlag abwehren wollen? Erstmal herzlich willkommen, Boris Brandt, live aus Dubai. Was ist das denn für eine Scheiße? Es tut mir leid. Ich würde jetzt jedem, der mit Bild sozusagen sehen will, würde ich mal ganz kurz aus dem Hotelzimmer raus. Ja. So sieht das da aus. Mhm. Aber das zeigen wir jetzt auch nicht weiter, weil das interessiert mir auch keinen. Das interessiert ja keinen Menschen. Ich hätte, wenn ich dabei gewesen wäre, sag mal so, hätte ich schon nicht zugelassen, dass meine Frau dazwischen geht. Erstens. Zweitens, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich dem Gigi die Hand flach vorne in die Eier gehauen. Dann neigt er sich leicht nach unten und da hätte er noch einen Klaps bekommen. Dann wäre ich geflogen. Aber alle hätten gesagt, wie geil hat er das denn gemacht? Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Und erstmal lass uns... Wir müssen ja so einen kleinen Spannungsaufbau haben, sonst schalten uns die Leute ja weg, weil wir das Highlight schon besprochen haben. Erstmal möchte ich sagen, ich habe wirklich alles Menschenmögliche getan, um uns einen Gast hier dazu zu holen. Und das Schlimme ist, zwei haben auch zu fest zugesagt, jedenfalls zu einer anderen Uhrzeit, zu der du denn nicht konntest, weil natürlich der beschäftigte junge Mann von heute, der Busy Man, auch gerne mal sagt, du, wir müssen da noch mal ein bisschen umschieben. Und dann auf einmal meldet sich mein zugesagter Gast nicht mehr oder zumindest der persönliche, also wollen wir den Namen nennen? Wollen wir hier so ein bisschen? Ja. Wir reden hier über Julian S.M. Stöckel. Ja. Ja, der einen persönlichen Assistent hat, der die ganzen Termine organisiert, mit dem ich seit zwei Wochen in Kontakt bin. Dieser Julian S.M. Stöckel war bis Sonntagabend auf Malle im Urlaub und eigentlich erst nur bis Freitag, dann hieß es, nee, dann doch bis Sonntag, weil wir zeichnen sonst ja gern auch mal am Wochenende auf, haben wir extra verschoben. Und dann hieß es gestern noch, ja, klappt alles. Dann gab es diese kleine zeitliche Diskrepanz, wo wir allerdings auch den restlichen Tag jetzt hätten Zeit gehabt. Und da gab es nicht mal mehr eine Antwort per E-Mail. Ich habe noch zwei Mails zurückgeschickt und da gibt es nicht mal eine Antwort, sondern die obligatorische Antwort wäre gewesen, wie viel zahlt ihr denn? Jetzt muss man sagen, also erstmal, die Schuld ist natürlich, er hat ja für 13 Uhr zugesagt. Mein Tipp ist tatsächlich, er wäre um 13 Uhr gar nicht erschienen, aber die Zeitverschiebung ist meine Schuld, weil ich tatsächlich einen Termin gerade hatte in der Coca-Cola Arena hier in Dubai und deswegen konnte ich nicht und ich wollte es auch keinem zumuten, da auf dem Handy während der Autofahrt oder so irgendwie, das macht ja keinen Sinn. So, das ist das eine. Das andere ist, hätte ich gewusst, dass es Julian F.M. Stöckel ist, hätte ich ihn vielleicht einfach angerufen und gefragt, mein Freund, mit dem Manager spreche ich ja gar nicht. Wir wollen gerne mit dir sprechen. Jetzt mach klar das Ding und das war's. Denn eigentlich sind wir Team Julian, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das ist das Problem. Wenn es so ist, dass solche Menschen Manager haben, dann wollen diese Manager Geld verdienen und vor allem, sie kriegen ja auch Geld ab und sie wollen dann ihrem Star, ich habe da gerade, das hast du nicht gesehen, ich habe so in der Luft so Star. Aus dem Augenwinkel habe ich es gesehen. Genau. So, da wollen sie natürlich dem immer jeweils rechtfertigen, dass sie in seinem Sonnenlichte auf dem Bürgersteig vor ihm gehen dürfen und die Geschäfte für ihn machen oder den Weg freiräumen. Ja, und wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch wirklich Team Julian. Ich habe auch jetzt in die ersten Folgen von, da hätten wir gerne auch ein bisschen Werbung gemacht. Auf Discovery Plus läuft jetzt Naked Attraction mit Julian F.M. Stöckel. Und ich habe mir die ersten zwei Folgen gestern mal angeschaut und habe mich wunderbar unterhalten gefühlt und frage mich allerdings, warum nicht im Free TV? Also kann doch auch weiterhin bei RTL 2 laufen wie bisher. Milka Los Fernandez hat es weder besser noch schlechter als Julian F.M. Stöckel gemacht. Und ich finde, Julian setzt dem Ganzen auch einen schönen Stempel auf. Also mich haben die zwei Folgen, die ich gesehen habe, sehr unterhalten. Und wir hätten da gerne ein bisschen Werbung für gemacht.
Ja, wir hätten vor allem auch gerne seinen Stempel gesehen, aber jetzt ist das alles, müssen wir auf alles das verzichten. Bitteschön. So vielleicht nächste Woche. Vielleicht nächste Woche, vielleicht ich weiß nicht. Nächste Woche. Ansonsten hatte ich noch den einen oder anderen angefragt, wo ich eine Zusage auch bekommen habe, übrigens noch nicht einen festen Termin, ist unter anderem Uli Potowski, der uns gerne mal besuchen möchte, weil er unter anderem auch eine Anfrage bekommen hat für das Sommerhaus der Stars. Ja, finde ich das gut. Wäre in der Tat nochmal ganz spannend. Und jemanden, den du vielleicht auch kennst, der ein bisschen für Recht und Ordnung, dachte ich mir, hätte sorgen können bei Valentina. Toto von Toto und Harry. Auch der hat Bock, mit uns darüber zu quatschen. Ja, da können wir sie direkt festnehmen lassen. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir sorgen für Recht und Ordnung, war ja immer erst genau, ja. Genau. Ansonsten hätte ich nochmal gerne, bevor wir ins eigentliche Thema kommen, mal gerne nochmal geschaut, was war sonst medientechnisch die Woche so los? Du bist ja auch jemand, der da immer so gerne schaut, was da so links und rechts passiert, ne? Ist da irgendwie, jetzt erwartet uns in Kürze, das dauert noch ein bisschen jetzt im November, die letzte Wetten, das mit Thomas Gottschalk, da habe ich jetzt die Woche über gelesen, Samuel Koch hat abgesagt, der ja für die letzte Sendung nochmal eingeladen wurde von Thomas Gottschalk. Hattest du es mitbekommen, dass er terminlich verhindert war und gesagt hat, mir ist mein Termin jetzt wichtiger als Thomas Gottschalk? Siehst du, und jetzt komme ich echt in Konflikt, weil ich schere mich ja nichts mehr. Ne? Ich bin ja so alt, dass ich einfach sage, was ich denke. Und es ist mir auch scheißegal, was die Leute über mich denken, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die Welt braucht mehr Menschen, die immer die Wahrheit sagen und einfach sagen, hemmungslos, was sie denken. Ja, sag die Wahrheit. Das ist so ein Thema. Und ganz ehrlich, ich sage es jetzt auch einfach, wie ich es denke. Mir tut das leid, persönlich menschlich leid, was da damals passiert ist. Mhm. Aber der Typ geht mir tierisch auf den Zeiger und ich weiß gar nicht warum. Ich finde ihn komplett unsympathisch. Ich finde auch das ganze Ding, was da war mit seinem Vater und hin und her und diesen riesen Aufschlag und der dann leider in die Hose gegangen ist, was ich wie gesagt total bedauere und es tut mir wirklich von Herzen leid und so. Das gönnt man gerne, ja. Ich finde diesen Vogel aus irgendwelchen Gründen unangenehm und ich hatte eine Begegnung auch auf Agenturbasis, wo es darum ging, dass der bei irgendwelchen Werbefilmen mitmachen sollte. Und dann haben diese Agentur, also mit denen ich da in Kontakt stand, die haben dann allen Ernstes gesagt, dass man also ganz viele Menschen in Rollstühle setzen wollte und die sollten dann alle einen Rollstuhltanz mit dem Typen zusammen machen. Und ich finde das so dermaßen absurd. Und ich finde, man soll keine Behinderten, egal warum sie behindert sind, soll man irgendwie ausgrenzen. Aber dieses Feiern von jemand, der Pech gehabt hat in einer Show, weil er ein Riesenstar ist, also das ist für mich, ja. Mir ist das unangenehm, mir ist das peinlich und mir macht es 0,0 aus, dass er nicht zu Wetten, dass kommt. Erstens, weil dann diese Sendung fröhlich und offen bleibt und weil dann nicht diese Betroffenheitsdramatik mit reinkommt. Mhm. Erstens. Zweitens, ich möchte auch nicht hören, dass er jetzt wieder in irgendein Theaterstück mitspielt oder irgendwas. Ich möchte das einfach nicht hören. Es interessiert mich nicht. Oder im nächsten Till Schweiger-Film. Ich sage Honig im Kopf. Auch da habe ich es nicht verstanden, warum er deine Szene hatte, ehrlich gesagt. Verstehe es überhaupt nicht. Aber das ist dann das Gleiche, warum Werbeagenturen meinen, sie müssen immer irgendwelche farbigen oder Menschen mit Migrationshintergrund in jede Werbung reinpacken, obwohl es das in deutschen Familien in der Regel nicht gibt. Aber egal, das ist eben einfach heute so. Gestern Abend ist er, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber nach irre langer Zeit mal wieder die Millionenfrage bei Jauch gespielt worden. Ja. Hast du mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin ja 2 Stunden voraus und das war ja zu einem Zeitpunkt, als ich schon geschlafen habe. Verstehe. Zumindest war, ich muss gleich mal gucken, ob ich die Fragen nochmal eruieren kann. Da ging es zumindest wohl darum, unter welchem Bundeskanzler erstmals Briefwahlen zu einer Wahl auch aktiv stattfinden durften. Also ab wann konnte man, unter welchem Bundeskanzler konnte man sozusagen Briefwahlen das erste Mal? Kohl, ja. Schmidt, Adenauer und so weiter. Schmidt nicht, Kohl auch nicht. Wer ist der vierte? Oh, ich weiß nicht, der vierte. Es war in der Tat aber Adenauer. War es Adenauer? Es war Adenauer. Es gab schon immer Briefwahlen? Ja. Und es war... Nie gewusst. Nee. Also Kohl hätte ich ein bisschen ausschließen können, weil ich dann, nee, erst, das wäre mir zu spät gewesen. Aber Adenauer, ja. Und er hat die Frage nicht gespielt, er hat sich die angeschaut, ist mit 500.000 dann nach Hause gegangen, hätten wir wahrscheinlich Ähnliches gemacht. Ja, klar. Aber was ich da wieder ganz merkwürdig fand, ist, was ist denn da los? Also es gab diese Millionenfrage, beziehungsweise wir spielen jetzt um die Millionen, es wurde unterbrochen von RTL direkt. 20 Minuten Nachrichten. Dann kam man zurück und hat das dann gespielt und hat dann nochmal eine Werbepause gemacht. Also du hast da wirklich 30 bis 40 Minuten warten müssen, bis du dann wirklich in den Genuss kamst, geht es jetzt um die Million oder nicht? Und da frage ich mich, Leute, wundert euch bitte nicht, warum keiner mehr lineares Fernsehen schauen mag. Ja, also, genau so ist es.
Also wirklich, es ist wirklich, ich habe hier gerade mit Deutschen in Dubai gesprochen, die sich influenzend hier in der Gegend rumbewegen. Und das Tolle ist das, oder das Tolle, das Erstaunliche ist das, keiner von denen weiß irgendetwas von unserem Sommerhaus des Stars. Das interessiert die alle gar nicht, obwohl sie eigentlich aus der in Anführungsstrichen Branche kommen. Aber keiner von denen guckt lineares Fernsehen, keiner von denen guckt in diesen ganzen Portalen irgendwas, sondern was die alle gucken ist Netflix, was die alle gucken ist im Zweifel Paramount und Amazon. Aber für dieses ganze Fernsehen interessieren sie sich gar nicht mehr. Und ich bin da, deswegen wusste ich das auch mit der Millionenfrage, weil einer gesagt hatte, da war gestern wieder die Millionenfrage. Ah. Aber es wusste keiner mehr, also es hat anscheinend keiner zugeguckt, aber sie wussten, dass es passiert ist, immerhin. Und in Dubai sagen die auch alle, mein Gott, für dieses Taschengeld, die Millionen interessieren uns dann auch ja, gar nicht. Das ist ja, warum ist denn da kein Witz eingebaut in die Frage? Genau. Ich weiß das auch nicht. Dann war eine Meldung die letzten Tage, nachdem wir den Jahresrückblick, RTL-Jahresrückblick mit Gutenberg und Gottschalk im letzten Jahr hatten, übernimmt das jetzt auch Alaska? Ja. Kann man machen. Apropos Jahresrückblick, es gab ja immer dieses Jahresquiz in der ARD, was Frank Plasberg 15 Jahre irgendwie gemacht hat. Das macht jetzt Kai Pflaume. Kann man machen. Ja, finde ich sogar, also wahrscheinlich ist es da sogar ein bisschen launiger und so, aber ja, kann man machen. Ist für mich aber alles kein Ereignis und es zeigt auch wieder übrigens, ne, das ist ja wieder, warum macht es wohl Kai Pflaume und nicht ein junger, moderner Mensch aus der, mit leicht bebartet, oder Herr Wattermann? Ja, also ich hätte also warum, genau, warum, ich, warum macht der es nicht? Das ist ja die Frage, die Antwort ist relativ einfach, weil Kai Pflaume das kann. Moment, der Satz ist noch nicht zu Ende, weil Kai Pflaume es kann, die sichere Bank ist, einen Vertrag hat, erstens, zweitens, weil diese ganzen bärtigen Gestalten, die aussehen wollen wie Holzfäller, aber zu dünn sind, um einen Ast abzubrechen, die können es auch alle definitiv nicht und den Frank Wattermann trauen sich nicht anzurufen, weil der ja mit dem Boris Brandt noch spricht. So. Und das ist das, was ihn eigentlich daran, es ist wie bei der Hochzeit, ich meine, wir können es jetzt sagen, du hast mich ja mit Absicht nicht eingeladen, damit ich nicht auf Lecky Bechtermann, whatever stoße und dass sie dann, dass wir dann zusammen lachen über einen Comedian, den du einlädst, das so ist es. Das Ding ist, ich war ja kurz davor, auch aus lauter Verzweiflung, weil wir keinen Gast haben, selbst sie anzurufen, ob sie Lust hätte, mit uns darüber zu sprechen. Aber da hatte ich noch ein bisschen Skrupel. So weit war ich denn doch noch nicht, dass ich mich das getraut habe. Aber am Ende, weiß ich nicht. Aber es ist ja bei diesem Quiz, ist ja auch seit Jahren immer dasselbe Team. Da ist ja auch Günther Jauch mit dabei. Jetzt ist da wieder Florian Silbereisen in diesem Rateteam mit dabei und Jan-Josef Liefers. Also seit Jahren eigentlich auch immer schon dieselben Kandidaten beim Jahresquiz in der ARD. Soll ich dir was sagen? Und Barbara Schöneberger, Entschuldigung, genau. Genau, wenn ich ein Aufkleberproduzent wäre, würde ich einen Aufkleber machen, da steht drauf, mir scheißegal. So schaut's aus. Kommen wir langsam zum Thema Sommerstars. Ich habe dir gerade noch einen Screenshot geschickt. Bushido hat Bock auf Sommerhaus. Ja. Ja, warum denn das? Wird das Geld knapp, oder? Also Bushido, der ist ja hier in Dubai ist. Ne? Ja, der ist in Dubai. Der hat mir gerade gesagt, dass er da gar kein Interesse dran hat, dass er gar nicht weiß, woher die Meldung kommt. Aber gut, das hat Bushido gesagt. Und nein, der Bushido geht nicht ins Sommerhaus, weil tatsächlich wäre der Bushido, glaube ich, also erstens mal hat er ja gar keinen Bock auf sowas. Zweitens mal, warum soll der hier aus dem schönen, warum soll der weggehen und soll sich da zwei Wochen Elend reintun? Und zumal, wen soll er mitnehmen? Also seine Frau, vor der ich großen Respekt habe übrigens, das möchte ich auch mal bei der Gelegenheit sagen, tolle Frau hat er da abbekommen und hoffentlich hat er sie auch verdient und kümmert sich anständig jetzt. Auf jeden Fall, wenn die beiden da einziehen würden, die würden den ganzen Laden flach machen. Ich befürchte von beiden Seiten her, dass sie auch die gesamten 14 Tage niemals aushalten würden. Aber ja, was sie machen würden ist, ich bin mir ganz sicher, wenn die zusammen das Bora-Spiel spielen, ne, würde weder sie ein Sektchen trinken, noch würde er sie anbrüllen. Das stelle ich mir in Tat. Und sie würden sich wahrscheinlich auch nicht Alter nennen und nicht Schatz, oder? Na, Schatz nee, bin ich mir nicht so sicher, machen. Aber Alter nicht. Nee, auch das würden sie nicht machen. Und wenn der Gigi eine Backpfeife fängt, dann fängt er so eine Backpfeife, dass er quer in der Luft liegt. Das ist auch sicher. Genau, da muss man sich dann auch nicht mehr überlegen, wer dann rausgeschmissen wird hinterher. Nein. Die Backpfeife und dann geht der auch gleich direkt. Das stimmt. Ja. Wollen wir noch ganz kurz, weil wir bei Bushido sind, wollen wir kurz über Musik sprechen eigentlich, über Musikgeschmack? Wollen wir das kurz abhandeln? Ja, möchtest du mir gerne von der neuesten Take That-Platte erzählen? Oder, nein. Es ist ja ein großes Thema gewesen mit diesem Musikgeschmack.
Bring mich schnell nochmal aufs Thema. Im Sommerhaus der Stars war das ein großes Thema. Dass man doch irgendwie, wenn man nicht den gleichen Musikgeschmack hat. Du mit deinem Musikgeschmack, und dann haben die sich ja über, weil sie Rock hört und er nicht, haben die sich ja so gestritten. Und dann habe ich gedacht, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben habe ich Menschen, die zusammen sind oder die ein Paar sind oder die Freunde sind, dass die sich so verhalten, weil sie einen anderen Musikgeschmack haben. Wo lebt, das ist ja schlimmer als Rassismus. Ja, und vor allem irgendwie, was hat sie da in ihrer letzten Beziehung durchgemacht? Hat sie nicht gesagt, dann bricht die zusammen? Ihre Beziehung ist daran gescheitert, weil ihr Ex-Partner ihren Musikgeschmack nicht akzeptieren konnte? Ja, es scheint, also ich sag's mal, ich war auch völlig fassungslos. Meine Frau und ich haben mit offenem Mund da gesessen und haben dieses Elend uns angeguckt, dass sie dann gesagt hat, dass er doch genau weiß, ja, was das, wie ihre frühere Beziehung ist. Deswegen, weil sie gerne Rockmusik hört, hat der frühere Mann wahrscheinlich eines Tages ihr eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp und hat gesagt, immer Schluss, du mit deiner Rockmusik. Das ist doch irre. Das ist ja schlimmer als Rassismus. Wobei ich weiß nicht, du bist ja nun schon so lange in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Ich kenne das durchaus noch, wir sind jetzt 7 Jahre ein Paar, dass am Anfang, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man so auf verschiedenen Themenebenen harmoniert, dass man schon erstmal überlegt, was traut man dem Partner zu, was vertraut man ihm an, ob man nicht eventuell gleich gesagt bekommt, Beispiel Trash-TV, ich gucke Trash-TV, dass der andere sagt, bist du bescheuert, ich gucke hier nur Johannes-Mario-Simmel-Filme, du bist raus und so weiter. Also da ist man durchaus am Anfang vielleicht ein bisschen vorsichtig noch. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich meiner Partnerin sagen konnte, du, ich habe durchaus eine leichte Affinität zu ungewöhnlichen Fernsehformaten oder aber auch zur leichteren deutschsprachigen Musik, um das mal noch nicht, das Kind noch nicht beim Namen zu nennen und bei dir nicht unten durch zu sein. Also kennst du sowas auch, dass man am Anfang einer Beziehung durchaus erstmal überlegt, was gibt man Preis und was nicht? Nee, also ich komme ja aus einer anderen Generation wie du. Du bist ja viel, 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 viel jünger als ich. Was man ja sieht. Bei mir war das eigentlich immer so, dass man gesagt hat, Mensch, die ist gut im Bett, dann ist die doch top. Okay. Und dann darf Aber ernsthaft, natürlich war das, also natürlich hat man irgendwie gleiche Interessen, aber zum Beispiel Musik, ja, Musik ist ja, also lebt ja davon, dass es vielschichtig ist, und ich war mit meiner Frau, obwohl wir keine Schlagerfans sind, waren wir bei Helene Fischer und haben es richtig gefeiert, weil es eine tolle Show war, ein super Konzert, war alles gestimmt, Stimmung, und war alles gut. Ich kann absolut unterscheiden zwischen schlecht gemachter Musik und gut gemachter Musik. Ich kann auch Ballermann verstehen, also wenn jemand eine gute Idee hat, ja. Dicke Titten Kartoffelsalat, das ist einfach eine schräge Idee. Aber ich meine, das muss man erstmal haben. Das ist auch Handwerk. Da gehört etwas dazu, sich in den Kopf von Besoffenen reinzudenken und sich was auszudenken, was sozusagen diese Menschen dann mitgrölen. Ich habe da vor jeder Form von Kunst habe ich Respekt, und bestimmt nicht, also niemals, nie, kenne ich, dass Leute da ausgegrenzt werden. Und was Filme zum Beispiel oder Fernsehen angeht, ja, da gibt es unterschiedlichen Geschmack. Also, und es gibt auch Sachen, zum Beispiel bei meiner Frau ist es so, wir mögen beide keine Horrorfilme gucken, weil wir uns nicht gerne erschrecken. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der gerne Horrorfilme guckt, ist mir das egal, ich muss ja nicht mitgucken. Also, so, aber wenn deine Frau jetzt auf einmal sagt, lass uns doch einen lustigen Winnetou-Abend machen, sagst du nicht, oh, das ist aber, mittlerweile darf man das nicht mal gucken oder so. Also. Nee, bei Winnetou ist es so, dass wir beide uns ein schönes Negerkussbrötchen machen dann und tun das in Zigeunersoße und gucken ein Winnetou-Abenteuer, das ist kein Problem. Und danach gleich die Otto-Show, aber bitte mit Disclaimer aus der WDR-Mediathek. Also, sehr schön. Wie gesagt, also das, genau. Und übrigens, die neueste Single von unserem Icke ist ja Bumsbar diesen Sommer gewesen. Weißt du, ob du den Titel schon gehört hast? Nach Dicke Titten Kartoffelsalat ist der Song dieses Sommers gewesen, Bumsbar. Ich bin schon wieder Bumsbar. Ja, kann man machen. Finde ich angemessen. So, aber das Thema, ja, aber das hat sie, also das war doch ein Triggerpunkt. Das hat ja sofort Tränen und Wut und alles in ihr ausgelöst. Und zwar so, dass sie ihn beleidigt hat mit, was, du dämliches Arschloch, du. Also da hat er ja gleich gesagt, irgendwie, betitelst du mich, jetzt gehe ich hier raus aus der Butze und. Total irrsinnig. Also wirklich irrsinnig, wo man sich fragt, das muss ja, und das ist, scheint ja auch tief in ihr drin. Also es ist mir völlig schleierhaft. Also wirklich schleierhaft, und ich war sehr entsetzt. Ich sag mal, wie es ist. So, aber das sollte ja noch nicht der Punkt gewesen sein, der uns am meisten entsetzt hat. Denn erstmal gab es ein Spielchen. Sag ganz kurz, um welches Spiel handelte es sich?
Weil da hast du mich jetzt erwischt. Wir sind ja so gut vorbereitet. Pass auf, bei der Vielzahl der Spiele und aufgrund des Schlafdefizits, was ich habe, lass mich nachdenken. Das Spiel, was wir in der aktuellen Folge gesehen haben, war. Na? Das Spiel war. Ich kann auch sonst eine Zwischenfrage einschieben. Es geht ja bald im nächsten Jahr das normale Big Brother wieder los. Ich habe mich da beworben letzte Woche. Hast du einen Tipp für mich, wie ich es ins Casting auf jeden Fall reinschaffe? Du musst dem Rainer Lauchs schreiben, dass du bereit bist, dich vor ihm nackig auszuziehen. Dass er Duschszenen mit mir zeigen darf. Ja, oder? Er darf mit dir Duschszenen zeigen. Ich denke, das würde. Aber es bringt uns im Spiel jetzt nicht weiter, weil es war nichts mit nackt. Es war auch verdammte Kiste. Was war das denn für ein Spiel? Ich habe auch leider die Sendung gerade. Ein Event hat alles versenkt. Dieser eine Vorfall, über den wir noch sprechen, hat alles versenkt. Ich kann sonst nebenbei, wenn du noch irgendwie was hast. Warte, ich sehe sie noch in der Höhe. Die waren noch in der Höhe auf diesem Reifen. Doch. Ja. Genau, pass auf. Das war das Spiel, mit diesen Fragen. Sie mussten oben in der Höhe auf Reifen gehen und dann runter auf Kisten, und unter den Kisten waren Fragen. Mhm. Und diese Fragen waren immer Fragen, wo man zu Hause sofort die Antwort brüllt, aber sie hatten dann Schwierigkeiten, das zu beantworten, der eine oder andere. Und dann ist der eine oder andere auch ausgeflippt, weil er plötzlich sein Bein angeblich in dem Reifen, den Fuß in den Reifen geklemmt hat. Hilf mir doch! Oh, bitteschön. Ja. Und es hat sich wieder gezeigt, dass Männer, die ihre Frauen zusammenbrüllen, aber dann plötzlich in der Höhe anfangen, Jammerlappen zu werden und das probieren irgendwie zu ganz, also was ganz. Was ist das für Waschlappen? Also, ja, wo sind denn Kerle wie ein Belmondo oder so noch aus früheren Jahren? Also, wo man aber sagt, der hätte hier sein Bein rausgemacht und hätte die Frau noch unterm Arm geklemmt und wäre mit ihnen darüber geschwungen. Also oder so. Mit einem Arm im Reifen hängen und sich einmal zack, zack, zack durch. Was ist denn das? Wo ist denn das Problem, Freunde? Ich verstehe es auch nicht. Unglaublich. Peinlich. Und da aber auch, muss man nochmal sagen, obwohl wir Tim Toupé mittlerweile lieben, aber auch ein bisschen Mimimi unterwegs gewesen. Ja, aber jetzt muss man ganz ehrlich, jetzt sage ich mal, also ich gestehe mal, wenn meine Frau und ich dieses Spiel hätten machen müssen. Ja. Dann hättest du zwei Menschen gehabt, die ein Höhenproblem haben. Dann hättest du zwei Menschen gehabt, die Mimimi gemacht hätten. Im Zweifel denke ich mal fast, dass meine Frau, ich glaube nicht, dass sie hochgegangen wäre. Und ich glaube, ich wäre auch nicht hochgegangen. Und wir hätten aber auch nicht beide zueinander gesagt, Schatz, du bist schuld. Sondern wir hätten beide eingesehen, dass das nicht unser Ding ist. Okay. Allerdings muss man sagen, wenn es dann danach ein Schießspiel gegeben hätte, wo man mit 45er Colt aus der Hüfte gezogen irgendwas treffen muss, dann wären wir beide ganz vorne gewesen. Also es ist immer eine Frage von, was man kann, was man nicht kann und ob man seinen Partner schuldig macht für Dinge, die man selber nicht auf die Reihe kriegt. Das ist nämlich in der Tat der Punkt. Also etwas nicht zu können oder nicht zu wollen oder Angst vor etwas zu haben, ist menschlich. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, diese Kerle, die so auf hart tun, die haben in Wahrheit einfach nur Angst zu zeigen, dass auch sie Ängste haben und lassen es dann lieber an der Frau aus, beziehungsweise beschuldigen die Frau dann lieber, dass sie schuld an allem sind, anstatt mal zuzugeben, dass es einfach menschlich ist, auch vor etwas Angst und Respekt zu haben. Ja, und warum haben die immer so Höhenangst? Ich habe darüber nachgedacht. Und habe mich gefragt, warum haben gerade diese Männer so entsetzliche Höhenangst? Und dann habe ich gedacht, pass auf, je höher sie sind, desto mehr denken sie, sie wären weiter entfernt von ihrem Penis und er erscheint dann kleiner. Und die schnallen gar nicht, dass sie den Penis ja mit in die Höhe nehmen und dass der genauso groß aussieht oder klein aussieht, wie er vorher aussieht. Und ich glaube, das ist eine Art von Penisschrumpfangst. Okay. Es ist nicht ärztlich fundiert, was ich hier rede. Ja. Aber es könnte aber sein, dass. Lebenserfahrung, oder? Lebenserfahrung, die du da ins Spiel bringst. Nee, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, er verändert seine Größe nicht. Und ich habe auch gelernt, das ist eben nicht 30 Zentimeter. Also man muss einfach sagen, das ist mit diesen 30 Zentimeter. Ich habe mein Leben lang gedacht und da habe ich beim Einparken aber gelernt, dass es zwei Sorten 30 Zentimeter gibt. Und ich hoffe mittlerweile auch, die Frauen sind so emanzipiert, dass sie sich nicht von jedem erzählen lassen, dass es 20 Zentimeter sind. Also wir kennen ja noch unsere Mia Bös, alias Möhre, wie sie schon in den 90ern gesungen hat, das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben kleiner Peter. Also, ja, und sie hat damals schon die Wahrheit gesprochen, man muss es so sagen. Und wie ist dieses Spiel ausgegangen? Ich glaube, das haben auch, glaube ich, nur ein oder zwei Paare überhaupt ins Ziel geschafft. Unter anderem waren Es hat wieder mal Valentina und ihr Vogel da, Chun, der hat es geschafft ins Ziel und es haben aber gewonnen, haben tatsächlich nicht diese beiden und das hat sie sehr getroffen, dass sie nicht gewonnen haben. Das stimmt. Und haben es aber nicht auch Justine und ihr auch ins Ziel geschafft? Ja, genau. Ja. Ja. Und gewonnen hatte?
Also meiner Ansicht nach hatten die hatte doch der Mann mit den Lippen gewonnen, oder nicht? Richtig, richtig, der Alex. Ja, der Mann der Alex. Wir nennen ihn ja der Mann mit der Lippe. Genau. Und ich hätte es aber der Justine durchaus gewünscht und man hat auch gemerkt, wie enttäuscht sie war, weil sie es vor allem ins Ziel geschafft haben. Aber die Zeit, wenn ich mich erinnere, war, glaube ich, die Zeit von Alex und Vanessa 15, 16 Minuten und fast doppelt so viel waren die Zweitplatzierten. Also da muss man sich am Ende auch nicht wundern. Wobei eine halbe Stunde in luftiger Höhe, das wäre wahrscheinlich auch für uns ja nichts. Eine halbe Stunde da oben, also das ist... Und jetzt lass uns natürlich über das Highlight sprechen, was die Welt bewegt. Und ich bin da in der Tat morgen früh auf die Quoten gespannt, ob sie alle schon im Streaming geguckt haben oder ob linear morgen früh, es heißt, wir haben hier 20% Marktanteil, denn wir rechnen ja mittlerweile nur noch in Marktanteilen und nicht mehr in Millionen zur Zuschauer. Wird diese Szenerie, worüber man jetzt seit einer Woche spricht, so viel Aufmerksamkeit generiert haben, als dass es morgen früh ersichtlich ist, was die Quoten angeht? Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Menschen, die es interessiert, haben ja so viel Futter bekommen von den Medien, dass sie das angeguckt haben bereits. Deswegen glaube ich nicht, dass das viel Effekt hat, aber es wird schon einen Effekt haben. Also man, das macht, die Sendung ist ja nicht uninteressant, sondern man guckt sich das vielleicht auch noch ein zweites Mal an, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass natürlich, das ist was früher sozusagen die von Rainer Laux persönlich mit Musik unterlegte und liebevoll geschnittene Duschszene einer farbigen Frau im Big Brother Haus war, ganz früher mal, irgendwann im 18. Jahrhundert. Das ist heute sozusagen dieser Skandal für dieses Format, so muss man sagen. Müssen wir eigentlich irgendwann auch mal mit Gegendarstellungen rechnen oder so, die wir hier verkünden müssen? Oder ist das alles fundiert belegt? Das kann man jederzeit belegen, das kann man sogar im Fernseharchiv gucken. Das wird mit Sicherheit auch, gibt es irgendwo ein Interview im Fernsehschatzkästchen, wo das alles nochmal auch aufgearbeitet wird. Mit Sicherheit gibt es das und da wird das auch alles belegt sein. Ist ja so, also tatsächlich ist es ja so. Also, und dann hatten wir natürlich, bevor wir gleich darüber sprechen, wie du die ganze Szenerie auch eine Woche später noch empfindest, habe ich dir eine Aufgabe gestellt gehabt, nämlich filme dich dabei, wenn du diese Szenerie das erste Mal siehst. Mhm. Und wie das für dich war und was es mit dir gemacht hat, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also zwischen zwei Pistazien, die ich nebenbei esse. Maurice ist eine Pfeife. Scheißt seine Frau zusammen und hat selbst die Hosen gestrichen, voll, wenn er da oben steht. Peinlich. Peinlich. Allen echt streit, aber nur dann können die. Und ich mit dir drin und sie hat rein gesagt. Auch nicht gesagt, ja, okay, ich kann mit dir rein. Weißt du warum? Weißt du warum? Weißt du warum? Aber weißt du warum? Weil ich gerade mit dir gesprochen habe. Weil wir hier eine Plattform. Hör doch auf! Hör doch auf! Wir sind gerade gesprochen. Wir haben gerade gesprochen. Wir haben gerade gesprochen. Wir haben gerade gesprochen. Hier Beweis. Hier Beweis. Rosi steht schon Nase an Nase. Ja, geschubst. Geschubst. Zack, und nochmal eine gewischt. Was war das denn jetzt? Oh, wow, wow, oh, wow, 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 that's reality. So wollen wir das sehen. Security kommt. Alle raus. Warum ist Scheiße? Beruhig dich jetzt mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für eine Truppe. Frauenschläger, Alter. Sei froh, dass ich dich beleidigt. Du hast wirkliche Beleidigung verdient, du dreckiger Hund. Wer ist die Frau, die dir geblöd wird? Da ist eine im Kittel. Da ist eine im gestreiften Kittel, die nimmt die jetzt mit. Warum ist die geblöd? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ja, ich glaube, Gigi, ich weiß nicht mehr alles so schnell. Wollte irgendwie Jan Schanzenlagen kommen, wollte irgendwie Jan, hat die Hand gegen Jan erhoben und dann bin ich dazwischen gegangen. Ja, jetzt hast du eine Riesenplatz. Ja, mindestens. Sind beide schwer verletzt. Ich glaube, die Hände ist völlig zerstört. Und dann hat voll keiner gegen meinen Kopf abkommen. Ja. Und sind wir hier? Wo seid ihr? Sorry, ich sag euch ehrlich, Handwerklichkeiten dulde ich aber auch nicht. Geht nicht. Aber jetzt ohne Spaß, was ist hier los? Ja, Karte, was soll jetzt hier los sein? Was sollen wir dir jetzt sagen? Wir wissen es doch auch nicht. Du sagst jetzt, was ist hier los? Was ist hier los? Irgendwas glaubt doch gerade.
total, eine total hysterische Wahnsinnsbande von uninteressanten Menschen, die sich selber schlagen. Das ist eigentlich wie im alten Rom, so ein bisschen. Ja, du warst erschrocken. Nicht nur erschrocken. Ich glaube, das war so ein bisschen eine Mischung aus geschockt, belustigt und ich fasse das alles nicht, was ich da gerade gesehen habe, oder? Ja, ich muss jetzt eins gestehen, für den Freund des Reality-Fernsehens ist das natürlich klar, aber für Menschen, die jetzt von außerhalb hier zugucken, also zum Beispiel Regierungsmitarbeiter, also Menschen, die ganz wenig mit der normalen Welt sich auskennen, ich muss sagen, ich habe gewusst, dass eine Kamera läuft. Okay, du hast sie nicht innerhalb von 30 Sekunden vergessen und warst du, sondern du hast dementsprechend reagiert mit dem Wissen, genau. Ich werde gefilmt. Genau, und um mich selber, das kannst du ja hier gleich bestätigen, um mich selber sozusagen möglichst natürlich zu gestalten, habe ich schon davor aufgenommen, mehrfach. Das kannst du ja dann entscheiden, ob du das noch nutzen wirst gegen mich oder für mich. Habe ich also mehrfach schon aufgenommen, um eine Routine zu kriegen, um mich selbst dazu zu bringen, dass ich es ein bisschen vergesse. Die Reaktion tatsächlich war aber dann, war schon ernst, also war schon ehrlich. Wir waren ein bisschen schockiert, vor allem waren wir eigentlich deswegen schockiert, weil man hat so schlecht gesehen, was jetzt passiert ist. Eigentlich habe ich irgendwie am Ende gedacht, es ist nichts passiert. Ja, aber vor allem sind doch da 15 Kameras im Einsatz, hat man keine bessere Einstellung gefunden, um diesen Schlag zu dokumentieren? Ja, also tatsächlich ist es, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wo wir nur die Informationen aus der Presse hatten, hätte ich gedacht, ganz klarer Fall, die beiden müssen raus. Dann habe ich das gesehen und wir haben uns das ja mehrfach angeguckt. Und dann habe ich gedacht, naja, also die Rangelei ist nicht in Ordnung, das gehört sich tatsächlich nicht. Schubsen, so dicht beieinander, genau. Ja, das ist albern. Also das machen halt so Selbstdarstellungsbabys. Aber er hat sie nicht geschlagen, sondern sie ist da mitten rein irgendwie und es hat ihr sehr gut gefallen, dass sie irgendwie berührt wurde. So, das muss man sagen, das ist passiert. Er hat aber auch natürlich rübergelangt, das geht wieder nicht. Ja. Das ist alles. Das nächste ist, was dann passiert ist, wir haben ja schon gewusst, dass 4 Leute gehen müssen. Wir haben uns dann gefragt, warum in Gottes Namen sollen denn dann Valentina und Dingsbums da gehen? Was soll das denn? Warum sollen die gehen? Dass dann allerdings die Haus-Community, die rausgemobbt hat, ist verständlich, aber gegen die Spielregeln. Erst ist das und warum denn erst jetzt und nicht schon nach Folge 2, wo sie ja nicht anders drauf war als jetzt. Also jetzt war es so, dass sie jetzt sozusagen einen Grund hatten, um sich selber zu inszenieren als Kämpfer der Gerechtigkeit. Das ist ja heute, muss man sagen, ist das ja ein ganz großes Thema. Ich bin Kämpfer für Gerechtigkeit, ich inszeniere mich irgendwie, ich bin ein besserer Mensch als andere Menschen und so weiter. Das ist so ein bisschen Zeitgeist, würde ich sagen. Ja, und da muss man noch kurz für alle, die noch nicht so richtig im Thema drin waren oder sind, also es haben alle anderen Paare ihre Koffer gepackt und haben dann zum Produktionsteam gesagt, entweder werden die beiden hier auch entfernt oder wir verlassen das Format. Und jetzt kannst du mal als jemand, der in der Branche lange tätig war, mal sagen, wie reagiert man im ersten Moment? Man sieht eventuell, okay, wir haben erst die Hälfte der Produktion im Kasten. Das heißt, wenn sie alle gehen, was machen wir dann? Dann können wir nicht weiter drehen. Also das geringere Übel ist, dieser Erpressung am Ende ein Stück weit nachzugehen und nachzugeben und zu sagen, ja gut, dann müsst ihr halt gehen. Wie ist das für ein Produktionsteam? Berät man sich denn da stundenlang? Was machen wir jetzt? Oder? Ich hatte die gleiche Situation, hatte ich tatsächlich mal. Da ging es allerdings nicht darum, dass alle gehen wollten, sondern dass 2 gesagt haben, sie würden gehen. Und dann habe ich mich an Helmut Schmidt erinnert, den ich einmal in meinem Leben getroffen habe und dann relativ atemlos war, ob der Ausstrahlung dieser Mann hatte. Und der hat etwas sehr Kluges gesagt, damals im deutschen Herbst. Der hat gesagt, ein Staat, der sich erpressen lässt, bleibt erpressbar. Und das geht überhaupt nicht. Und natürlich kann es dann Opfer geben, natürlich kann Sachen in die Hose gehen, wie mit Hans-Werner Schleier? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall der Schleier. Hans-Martin, glaube ich. Hans-Martin, genau. Hans-Martin Schleier. Und das Gleiche gilt für das Flugzeug, das entführte und so. Also man darf sich als Staat nicht erpressen lassen. Übrigens auch ein großes Thema in der aktuellen Politik. Und ich finde, genauso ist es bei sowas. Also für mich, damals habe ich gesagt, okay, ihr könnt gehen, könnt ihr machen. Ich werde euch nicht aufhalten, wir werden euch eure Wünsche nicht erfüllen, aber eins sage ich euch, wenn ihr jetzt geht, dann werden wir das in der gesamten Branche komplett überall bekannt geben, dass eure Verträge, die ihr gemacht habt, nicht zählen, dass ihr euch nicht an Verträge haltet und ihr werdet danach
in dieser Branche nichts mehr tun. Punkt. Das haben die mir damals geglaubt, deswegen sind sie geblieben. Und es war auch ganz ernst. Ich hätte das auch auf jeden Fall gemacht, weil das ist ein, du schließt ja praktisch Schauspielerverträge. Und jetzt stell dir vor, du machst einen Vertrag mit, keine Ahnung, Tom Cruise, drehst einen Riesenfilm, investierst und auf halber Strecke sagt er, mit der Frau X und mit dem Herrn Y will ich nicht arbeiten. Das ist unprofessionell. Und da muss man sicher, also gibt sicher Fälle, wo das schwierig wird und so, klar. Und das muss man sich dann individuell angucken. Aber grundsätzlich mal geht es überhaupt nicht. Sich erpressen zu lassen von diesen Würsten, das geht überhaupt nicht. Und klar, die Alternative wäre gewesen, dann sollen sie doch alle gehen. Dann sollen sie doch gehen. Was passiert dann? Dann hast du erstmal eine geile Sendung, den Auszug. Mhm. Dann musst du einfach ganz schnell 5 neue Paare reinbringen. Und man hat doch in der Pipeline immer Ersatzpaare, wie man doch jetzt... 2 Ersatzpaare hast du, okay. Aber 3 Ersatzpaare finde ich. Die finde ich ganz schnell. Und ganz ehrlich, ansonsten, also ich als Produzent, jetzt ist es leicht gesagt, weil ich bin ja nicht der Produzent, oder ich auch als Sender hätte gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen Aufruf, Paare, welche Paare möchten da gerne rein? Und dann tue ich da 3 Normalos rein. Und die machen dann die Spiele. Ist doch geil. Ist doch geiles Fernsehen. Wir haben es denen gezeigt. Wir haben es den in Anführungsstrichen Nicht-Prominenten gezeigt. Wir lassen uns bestimmt nicht erpressen. Ist ein Zeichen für die gesamte Branche. Wäre ein klares Zeichen für die gesamte Branche gewesen. Ja. Und wir hätten trotzdem unterhaltsames Fernsehen produziert. Gar keine Frage. Was bedeutet das aber für die Zukunft? Also, dass sie dem sozusagen nicht Rechnung getragen haben und da nicht ein Zeichen gesetzt haben, sondern eigentlich diese Erpressung sich darauf eingelassen. Was bedeutet das für zusätzliche Produktion? Die glauben doch, die Protagonisten glauben doch jetzt, sie können das immer und immer und immer wieder machen. Wenn da jemand ist, der uns nicht passt, dann schmeißen wir den selber raus. Und das ist genau das. Das ist für die ganze Branche, ist das eine Katastrophe. Und was Valentina angeht, ne? Auch da wieder, also wenn es so ist, also egal wie es ist jetzt immer, es ist immer falsch, weil jetzt kannst du ja als Produzent Valentina auch nicht mehr einladen, weil früher war ihre Rolle ja, wir laden die ein und dann ist Zoff. Mhm. Jetzt kannst du Valentina nicht mehr einladen, weil du Angst haben musst, dass alle anderen gehen, wenn die kommt. Das heißt, genau. Du bist doppelt erpressbar, auch in der Zukunft. Also für mich ist das grobe Fahrlässigkeit, das ist komplette Eierlosigkeit und das ist ein total fehlendes Verständnis für wie Fernsehen funktioniert. Also ist Valentina eigentlich verbrannt? Das hängt davon ab, wie doof Produzenten sind, würde ich mal sagen. Okay. Weil eigentlich ist sie verbrannt, also tatsächlich ist sie verbrannt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, nimmst du jetzt Big Brother, ne? Promi Big Brother, wenn du die da reinsteckst, weißt du ja, was passiert. Ja, ja, natürlich. Haben also wir letztes Jahr auch gesehen, mit Jeremy Ferrigan zusammen. Ja. Das wird genauso, also auch bei anderen Formaten wird das genauso sein. Also in solchen Formaten kannst du sie reinstecken, aber du musst immer wissen, kann sein, wenn sie Gas gibt, dass sie dann eben, dass andere wegen ihr gehen und dass es auch funktioniert. So. Und es ist ja sogar so, dass jetzt wohl ein Folgeformat in den Startlöchern war, wo sie auch entfernt wurde. Also wo sie entfernt wurde, wo man das Angebot zurückgezogen hat. Sie wollte nicht richtig rausrücken damit, welches das war. Sie hat es auf Insta angedeutet. Und sie hat, es gibt von Amazon jetzt in Kürze, glaube ich, so ein Reality-Treffen, so eine Game-Show, wo alle möglichen Reality-Stars weltweit aufeinandertreffen in einer großen Show. Und da wurde Alex wieder gecancelt, weil sie, nee, nicht der Alex, sorry, der, der Gigi wurde gecancelt. Ja. Weil sie dafür gesorgt hat, sie sozusagen Amazon gesagt hat, wollt ihr einem Schläger eine Plattform geben. Aber jetzt kann ich hier, ich kann das erzählen, was das für ein Format war. Ich weiß das. Okay. Und zwar, sie hatte sich beworben, sie wollte das Heute-Journal moderieren. Und dann Gundula Gause oder. Entschuldigung, lachst du jetzt? Nein. Also sie sollte das Heute-Journal eigentlich moderieren. Mhm. Und dann war es aber so, dass jetzt nach diesen Vorfällen, die da waren, hat man dann gesagt, okay, Optik ist okay, Aussprache okay. Sie kann auch fehlerfrei, das hat man ja gesehen, auch in dem Format Texte vortragen. Sie hat ja des Öfteren also Sachen gut vorgetragen und gut gemacht und sowas alles. Ja. Aber das Heute-Journal hat dann gesagt, naja, also es ist halt so, dass wir sehr strategisch arbeiten zurzeit und dass man auch verlässliche Informationen sozusagen verlässlich genauso weitergeben und dass man nicht sich von Emotionen leiten lassen darf oder von Dingen, die man selber beobachtet hat. Und da hatten sie eben dann doch Angst, dass sie
unter Umständen einfach auch ihre Meinung sagt. Und das wollten die beim Heute-Journal vermeiden. Und deswegen haben die gesagt, das Heute-Journal, das ist ja gecancelt worden, leider. Okay. Sie war ganz dicht davor, ganz dicht davor. Ja, wobei ich das Zusammenspiel natürlich mit Klaus Kleber spannend gefunden hätte. Valentina Klaus Kleber, da wäre ein super Team gewesen. Aber auf der anderen Seite hättest du wieder damit reinnehmen müssen, dass es auf Instagram heißt, liebes ZDF, ich werde erzählen, was hinter den Kulissen los ist und ich werde euch fertig machen. Also da... Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, du wärst jetzt in der Produktion drin gewesen, Sommerhaus der Stars. Wie hättest du denn jetzt auf das Erheben der Hand, wie hättest du darauf reagiert? Hättest du, nachdem du jetzt gesehen hast, was da los war, hättest du Gigi rausgeschmissen, Punkt Nummer eins? Ich gehe davon aus, du hättest Valentina nicht rausgeschmissen, aber was wäre mit Gigi gewesen? War das richtig? Ich hätte es ganz anders gelöst. Ich hätte, erstens, ich hätte das Team, also das gesamte Sommerhaus, zusammengesetzt vor einem großen Bildschirm. Mhm. Ich hätte selber denen gesagt, pass auf, in dem Sommerhaus der Stars ist Folgendes passiert. Es gab hier Provokation. Dann gab es da zwischen zwei Jungs, und zwar auch von beiden Seiten, so ein bisschen wurde da rumgerangelt. Dann hat sich die eine dazwischen geworfen. Dabei ist leider diese Hand, und das ist ja was so. Ich hätte alle Protagonisten zusammen entscheiden lassen. Und zwar deswegen, weil dann sind sie gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dann steht, da gibt es da hinterher nicht mehr dieses ganze Gerede, was denn eigentlich gewesen hätte, wäre, wer hätte was, wie, wo, was gemacht. Ich hätte das alles ich hätte eine Extrasendung dazu gemacht, einfach eine Extrasendung gemacht, wo es nur um dieses Thema geht. Dann wo sie alle Themenabend bei RTL mit Steffen Halaschka. Sehr schön. Ja. Da hätte da richtig was machen können, genau. und wir hätten auch Lecky Bechtermann einladen können, by the way, weil die hätte auch was dazu beitragen können. Aber gut. Sie hätte sich mit dem Rücken dann zum Bildschirm gesetzt. Ja, und sie wäre nicht dabei gewesen, obwohl sie dabei war. Und sie hätte singen können, 1, 2 oder 3, ihr müsst euch entscheiden. Ah nee, sie hat ja nicht geploppt, das war ja nicht. So, nein, Frauen ploppen nicht. So. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass ich hätte das tatsächlich zum Thema gemacht, und ich hätte vor allen Dingen auch beispielhaft für diese ganze Art der Formate und für beispielhaft dafür, dass diese Formate immer mehr über Grenzen gehen und sowas alles, hätte ich das zum großen Event gemacht, und ich hätte im Endeffekt die Beteiligten entscheiden lassen. Das wäre zum gleichen Ergebnis gekommen vielleicht, aber man hätte sich damit auseinandergesetzt, und alle Beteiligten, die rausgeflogen sind, inklusive und die drinnen geblieben sind, hätten öffentlich sozusagen ihre Meinung gesagt, und es wäre klar gewesen, und es gäbe kein hinterher ins Geheim rumschwadronieren. Was ich mich gefragt habe, ist Folgendes. Hätte es vor Jahren Promis unter Palme nicht gegeben, wo es ja diese große Mobbing-Staffel gab mit Claudia Obert und auch danach und so weiter, ja. Hätte es das nicht gegeben, hätte man eventuell Gigi nicht rausgeschmissen, hatte man ein bisschen das Gefühl, das war so wegweisend dafür, dass gewisse Dinge im TV nicht mehr ungestraft stattfinden dürfen? Ich glaube, da wird viel kurzfristiger reagiert und gedacht, dass wir ja auch alles gemacht haben. Es ist einfach, also für mich ist es eine Frage von, da hat sich keiner ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern war so mit der Handgreiflichkeit, der muss raus. Aber über Folgen und über das, was passiert, und dann eben, ne, alle sagen, ja, sie wollen, also machen wir es dann eben so. Da arbeiten ja auch ehrlich gesagt mediale Laien, also was das betrifft. Die sind ja nicht... Normalerweise musst du dich mit dem Sender hinsetzen und sagen, guck mal, das ist passiert, wir halten alle die Klappe, wie gehen wir damit um? Und ich habe die als Produzent, habe die Verantwortung, dem Sender tolles Fernsehen zu liefern, ich habe aber auch einen Bildungsauftrag, ich habe im Zweifel auch irgendwie einen, sag mal so, ein Recht, Gerechtigkeitsauftrag und so, und ich hätte da eine geile Extrasendung draus gemacht, ganz wunderbar, großes Kino, hätte man entweder hinten dran hängen können, direkt an einem Abend, oder hätte es eben sogar als Extrasendung machen sollen, dass alle was lernen und dass am Endeffekt auch das ein Zeichen in die Branche ist, sozusagen, dass man sich das nicht trauen sollte, solche Sachen zu machen, weil man dann richtig in der aller Öffentlichkeit auseinandergenommen wird. Ja, so wie man, ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon mal erwähnt, so wie man es damals bei Big Brother mit Rebecca gemacht hat. Als man große Runde gemacht hat. Und ich glaube, dann gab noch irgendwie, gab es noch jemanden, der damals, glaube ich, selber als Jude im KZ war, glaube ich, oder so. Und irgendwie sowas war da, ja. Ich erinnere mich nicht, aber das war genau, das war ein gutes, also das hat man da gut gelöst, genau. Ja, und ich habe, das wusste ich gar nicht mehr, vielleicht geht es eben so, in dieser Reality-Bubble hat man ja schon nächste Woche vergessen, was vor einer Woche war, und ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, das waren gar nicht die ersten Handgreiflichkeiten im Sommerhaus der Stars, sondern mit Georgina Fleur und ihrem Kubi. Georgina hat das schon mal gemacht, genau. Ja, gab es Ähnliches, und ich weiß gar nicht mehr genau, was da war, hat er ihr auch eine gescheppert, ich weiß es gar nicht mehr, zumindest sind sie danach rausgeflogen, und das natürlich auch zu Recht, also da sehe ich auch durchaus keine...
Aber da ist eben, ne, da ist eben das Ding, also ich tue jemand rein, der provozieren soll, weil ich genau weiß, dass er provoziert, dann provoziert er, dann geht jemand über die Grenzen, also ich bin ja auch teilverantwortlich für das Ganze und ich habe es ja auch ehrlich gesagt gewusst und gewollt, was da passiert. Genau. Also da sitzen ja, ja Leute und feixen, wenn das passiert. Aber eben professionell, also handwerklich professionell aufgelöst haben sie es nicht und haben eine Chance vertan auch. Sie haben tatsächlich auch eine Chance fürs Fernsehen und für die Menschlichkeit vertan, finde ich. Und jetzt finde ich einiges ganz, ganz merkwürdig. Wie ich gerade schon erwähnt habe und jeder, der Valentina auf Insta und Co. folgt, hat natürlich gesehen, dass sie direkt danach und täglich 20 Stories zu dem Thema und du Schläger und der darf man nie wieder. Und dann auf einmal einen Tag später kommt die Bild mit der großen Meldung, wir machen das Fame-Fighting, das Promi-Boxen am 4. November und Can und Gigi werden gegeneinander boxen. Und da fühle ich mich ein bisschen verarscht, so als wäre es doch ein Stück weit alles inszeniert gewesen. Ja, es ist nicht inszeniert gewesen, glaube ich nicht, aber tatsächlich, man fühlt sich verarscht. Natürlich, wenn ich Promi-Boxen organisiere, frage ich ja am nächsten Tag direkt nach, wollt ihr das machen? Und die wollen ja nur eins. Sie wollen ja nur in Gottes Namen im Gespräch bleiben, weil sonst haben sie ja nichts. Mhm. Ja. Und jetzt boxen sie halt, who cares? Jetzt boxen sie halt, genau. Wobei man sagen muss, ich habe das Gefühl, Gigi ist durchaus rein fitnessmäßig im Vorteil oder täusche ich mich da? Ja, das hat ja mit Fitness ganz wenig zu tun. Okay. Das hat damit zu tun, dass du als Erster richtig zuschlägst. Und jeder Straßenkämpfer weiß, also weißt du, die schlimmsten sind, bei Hauereien ist das Schlimmste, was du machen kannst, der Satz, sei vorsichtig, ich kann Judo. Weil dann hast du schon auf die Fresse gekriegt, bevor du den Satz zu Ende gesagt hast. Okay. So. Und ich sag mal, wenn jemand, also ich weiß nicht, wie Gigi drauf ist, ich weiß auch nicht, wie der andere drauf ist, aber im Prinzip kommt es darauf an, dass du völlig gnadenlos hingehst und denkst, ich hau ihm was auf die Mütze. Ich hatte mal einen Typen im Internat, der hat mir meinen Glock weggenommen. Ich hatte zwei Glocks an und der hat mir einen Glock weggenommen. Und kennst du das, wenn die dann über dich lachen und schmeißen den Glock über dich rüber immer mit so zwei Leuten hin und her? Ja, oder so, wenn man Schulranzen oder irgendwie sowas genau nimmt. Oder, genau. Das hat, der Mann hieß Akira, der war aus der Oberstufe und ich nicht. Ja, deutlich älter und deutlich größer als ich. Und hat das mit jemand anders zusammen gemacht und haben sich schön gelacht. Und jetzt hast du ja die Wahl. Entweder du hüpfst weiter wie ein Vollidiot rum oder du suchst dir einen von den beiden Werfern. So, und dann habe ich mir einen von den beiden Werfern gesucht, nämlich Akira, habe ich auf den draufgestürzt, habe meinen zweiten Glock genommen, habe ihn so lange auf den Kopf gehauen, bis er geblutet hat und fertig war. Was meinst du, wie schnell ich meinen zweiten Glock wieder hatte? Mhm. Und nie wieder in der ganzen Internatszeit hat irgendjemand mir irgendwas getan, weil ich das so schnell rumgesprochen habe, dass es mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Und das ist eine Mentalität in der Sekunde. Das war jetzt nicht fair und das war nicht anständig und nachher tut es mir auch leid, weil man das, ne, das war auch völlig albern, braucht man nicht machen. Aber wenn jemand so eine Mentalität hat, dann kannst du so viel Boxentraining machen, ja, und so fit sein, wie du willst. Das war's dann. Also. Ja. Das Promi-Boxen übrigens, wie gesagt, 4. November in Hamburg. Ich habe mir schon fast überlegt, ob wir nicht an diesem Abend da auch hingehen, uns das Spektakel mal anschauen und den Podcast vor Ort machen. Oh Gott, dann findet das statt. Da bin ich ja mal gespannt, wo das stattfindet. Ich hoffe, in Hamburg in der Ritze. Denn die Ritze ist ja der einzige Ort, wo im Keller unten ein wunderbarer Boxring ist und wo man das stattfinden lassen kann, wo es auch die richtige Umgebung ist. Ich weiß nicht, wo sie stattfinden lassen werden. Ich befürchte, in irgendeinem gesponserten Boxclub oder so, was schade wäre. Und vor allem kann man dieses Event in der Tat nur lesen, wenn du irgendwie so ein Premium-Abonnent bei Bild bist und dafür gezahlt hast. Also du kannst das gar nicht sonst schauen. Und da sage ich mir, Leute, da sage ich mir auch RTL, es wäre eure Chance gewesen, Promi-Boxen wieder aufzulegen. Und zwar direkt vielleicht am Tag nach dem Finale vom Sommerhaus oder was auch immer. Ja. Haus vertan, oder? Chance vertan. Jetzt noch als letzte Frage ganz schnell. Jetzt sind natürlich zwei Pärchen draußen, die uns, kann man durchaus sagen, ja durchaus gut unterhalten haben. Wird es jetzt öde und langweilig? Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, die Sendung ist ja von Haus aus öde und langweilig eigentlich. Ne? Weil jetzt so richtig was passieren, tut jetzt nicht wirklich. Das Spannendste an der Sendung ist eigentlich unser Podcast wahrscheinlich. Ja. Nein, aber ich glaube, also tatsächlich kommen jetzt die nächsten Vögel rein, die auch wieder denken, sind die Größten und die brüllen auch ihre Frau an und sagen auch Schatz, Schatz, Schatz. Und insofern geht es einfach irgendwie weiter. Natürlich ist jetzt, wir sind jetzt auf einem Level gewesen, das lässt sich jetzt schwer toppen. Also ich glaube, dass jetzt für diese Staffel ist es das, glaube ich, gewesen, würde ich sagen. Okay, na, wir sind gespannt. Heute Abend war es linear. Wir haben jetzt sozusagen heute Abend schon die nächste Folge geschaut im Stream, werden darüber nächste Woche erzählen. Das heißt, ich weiß gar nicht, kommen jetzt zwei neue Paare dann rein, zwei Nachrücker, oder? Ja, muss ja sein, ja. Okay, und du kannst mir sagen, dass du definitiv mit deiner Frau nicht dabei bist.
Wir sind definitiv nicht dabei, nein. Ich muss, wie es so ist, die Wahrheit ist, man hat uns nicht mal gefragt. Und das ist das eigentlich Empörende. Das ist der Skandal an der ganzen Sache, genau. Super. Aber gut, das Problem ist, dass ich würde mal, pass auf, ich heiz das mal ein bisschen an. Ja. Meine Frau und ich, ne? Ja. Also wir haben, es gibt einen Unterschied. Und der hat so viel Konfliktpotenzial, da macht ihr euch keine Vorstellung. Und zwar, also es ist nicht Musik, ne? Ich sag's, wie es ist. Es ist, sie mag kein indisches Essen. Weil? Zu scharf? Oder? Nee, sie mag einfach kein indisches Essen. Okay. Und mir ist es eigentlich egal, ja, aber ich mag indisches Essen. Und da könnten sie uns kriegen, da können wir einen ganz großen Konflikt draus inszenieren, dass zum Beispiel, dass ich, sag ich jetzt mal, ich esse bei jemandem indisches Essen mit und dann sag ich zu ihr, iss doch mal dieses indische Essen und dann sagt sie, du weißt doch genau, dass ich kein indisches Essen mag. Das könnten wir bieten. Das würde sie, glaube ich, also ich glaube, sie würde es performen können. Das wäre also ein Triggerpunkt, der uns alle unterhalten würde. Das heißt, ich kann mir vorstellen, im Sommerhaus hättest du sozusagen alleine das Hähnchen weggefressen und dass nur noch indisches Essen übrig geblieben wäre, was sie dann hätte essen müssen, wenn sie was hätte essen wollen. Und da wird unser ganzer Podcast rund, denn ich komme ja, hatte ich ja gesagt vorhin, aus der Generation, wo das im Bett auch gut funktionieren soll. Und da ich weiß, wenn ich das machen würde, dass dann gar nichts mehr funktionieren würde, würde ich es einfach nicht machen. Du gehörst also noch zu den Männern, die sich auch ein Stück weit erpressen lassen, indem sie genau wissen, nein, da ist einfach das nächste halbe Jahr Sendepause. Weißt du, was das Tolle ist, dass ich gehöre zu den Männern, die ihre Frau einfach lieben, von Herzen lieben und wo das völlig das eine und das andere irrelevant ist und hinter der Liebe eigentlich steht. Ist das nicht ein schöner Schluss? Also wir brauchen nicht mal mehr den Kai-Pflaume-Caravan mit der Videobotschaft. Du hast es sozusagen hier erledigt und deiner Frau nochmal gesagt, wie sehr du sie liebst. Ich in der Tat nach mittlerweile 10 Wochen Ehe darf das auch noch behaupten. Ansonsten wüsste ich, da wäre horizontal Flaute, würde ich jetzt das Gegenteil behaupten. Somit tue ich das natürlich nicht. Wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche. Und wir sehen uns in einer Woche wieder auf allen möglichen Plattformen. Eventuell dann mit Julian FM Stöckel. Hast du noch mal so einen kleinen Satz für ihn, den du ihm auf den Weg geben möchtest? Lieber Julian, wenn du hier zuhörst, ja, möchte ich dich bitten, dass du am nächsten Termin pünktlich erscheinst. Denn dann würde ich dir sozusagen und natürlich dem Frank auch erzählen, wer eigentlich mir bei meinem Heiratsantrag, Hochzeitsantrag geholfen hat. Und der Name von dem Menschen ist hier schon mehrfach gefallen heute. So. Dass man nicht Steffen Halaschka war. Aber das klären wir nächste Woche. Dann eine schöne Woche. Bis dann, Boris. Ciao. Auf.